selber eingestellt. Den ersten hat man auch wieder eingestellt. Das ist auch nicht schwer, ne? Ist ja auch nicht schwer. Nee. Das Wie ist wieder eigentlich super einzustellen. Ja, das ist auch nicht super, aber man muss nur wissen wie. Das ist es ja. Man muss das einmal gemacht haben. Weißt du, V3? V3, was meinst du damit? Die Software, die da drauf ist. Ja, ja. Hast du Drehmomentausgleich auch drin? Ja. Wie hoch hast du den? Okay. Ist aber immer noch scheiße mit dem Heck. Weiß nicht. Mein Heck ist gut. Bei uns geht das hier. Das ist irgendwie so. Was mir noch nicht gefällt, wenn ich den jetzt am Kopf drehe, drehe ihn so, mach dann hoch und runter. Hast du vorhin gesehen, dass der aber nicht so gegangen ist? Mhm. Das war ich nicht, dann macht er schon alleine. Warum? Ich weiß auch nicht, weil ich da noch einigen soll. Die Originalfenster. Der 600er macht das nicht, hast du ja gesehen. Der bleibt schön, nur wie für die Idee. Der fliegt auch viel besser wie der. Ich auch. Der 630er, den ich hatte, der ist, ich weiß nicht, ich muss da noch einiges nachstellen, aber der ist auch. In letzten Zeiten ist der besser geworden als der große. Hey, jetzt kommt er uns vor. Irgendwas ist da noch nicht so 100%ig. Sieht mal brachial aus, wenn man die alle zusammenlötet, ne? Zusammenschrumpft. Ja gut, die habe ich jetzt so. Ja, das ist noch ein Klotz, ne? Ja, da hinten verstehst du den, ne? Und vorne praktisch brauchst du nur noch einen Kabelbinder, der den hier in den Anschlag hält und das war's. Mehr braucht man nicht. Am Anfang nur ein bisschen den Schwerpunkt ausloten. So. Aber ich habe halt nur zwei Schienen im Augenblick. Ich muss mir noch ein paar besorgen. Oder? Oder kannst du es lesen? Aber du kannst die doch, brauchst du doch gar nicht mit 12. Das ist 12 S-Laden. Nur einzeln. Nur du hast die Fett da eben drin. Ach, ja. Schade! Na, bitte? Ja. Du brauchst dich doch schon wesentlich mehr als letztes Mal. Er macht Fortschritte. Ich muss nicht viel reden. Ja, da letzte Mal haben wir noch nicht, da jetzt Flyballist drin. Ja, letzte Mal haben wir erzählt, ich sehe diese 3D-Gehacke nicht, nicht nur Rundflug. Schieß doch mal hoch, das macht keine Rolle.